Ja, hallo liebe Mountainbike-Reiter. Willkommen zurück im neuen Video, denn wir haben was ganz Neues für euch. Freundlicherweise wurde uns von Maxis ein Riesenkarton von Reifen zugeschickt. Die testen wir natürlich für euch, wie gewohnt, denn wir sind hier im Lippesheim Haus in Italien. Wir sind schon ein bisschen Motorrad gefahren und jetzt steht Mountainbike an. Uns wurde freundlicherweise die komplette Gravity-Sparte von Maxis Reifen zur Verfügung gestellt, sprich der altbekannte Downhill-Reifen Minion, der Enduro-Reifen Asakai. Philipp von Magura ist natürlich auch hier und bei ihm haben wir jetzt den Dissector drauf gemacht. Frank hat den Minion bekommen. Ich habe mir für vorne, für mein E-Bike, auch noch was ganz Tolles überlegt, denn wir sind jetzt schon, wie gesagt, schon ein bisschen Enduro gefahren. Der Wald ist noch feucht. Ich war so schlau und habe mir den Shorty von Maxis drauf gemacht, ein kleiner Schlammreifen. Und ich denke, damit habe ich jetzt wirklich geilen Erfolg und mega Grip. Wir fahren jetzt mal runter ins Tal, fahren ein bisschen Trail und dann machen wir uns einfach mal einen kleinen Eindruck, was die Maxis-Reifen hier so taugen. I don't listen to the haters, man, I treat them like the enemy. Had a couple traitors, man, but now they know the penalty. I tell them, see you later, fam, I do not need this jealousy. I got no time for failure, man, I wanna leave a legacy. I lock in and I'm sold out, pop up for the whole crowd. I got this, I roll out, I promise, have no doubt. I'm all in, here I go now, calling you all out. Take hostage, the pros now, they novice when I throw down. We gon' make it all. We don't care what they all will say. Don't listen to the hate, no. Listen to my fate, yo. Destined to be great, yo. And we gon' make it all the way. We don't care what they all will say. Don't listen to the hate, no. Listen to my fate, yo. Yeah, we like to go. Put me on the ESPN, yeah. Put me on top of the 10, yeah. Pilots again and again, yeah. No way in here to make friends, yeah. Taking it straight to the bank, yeah. I'm like a shark in a tank, yeah. And if your girl misbehaves, yeah, I'll give your girl a just bank, yeah. That's making me out of my head, yeah. I don't belong in my bed, yeah. I should be famous instead, yeah. I will not stop till I'm dead, yeah. Never let them hate, tell them I'll be great. It's gotta be my fate, you can take it to the bank. I just wanna get it while I can, and when I get it, I'll be damned if I'ma let it get away. Without a fight, I got a plan, yeah. We gon' make it all. We don't care what they all will say. Don't listen to the hate, no. Listen to my fate, yo. Destined to be great, yo. And we gon' make it all the way. We don't care what they all will say. Don't listen to the hate, no. Listen to my fate, yo. Yeah, we like to go hard. So, ich stehe jetzt schon wieder vor der nächsten Fahrt. Ich will jetzt noch ein bisschen die etwas wärmeren und schöneren Tage ausnutzen, bevor es dann in die kurze Winterpause geht. Wie ihr sehen konntet, hatten wir uns jetzt wirklich ein sehr schönes Bild machen können von allen Maxis-Reifen. Wir sind sie in Italien gefahren, bei leicht feuchten Bedingungen. Ich bin sie jetzt bei uns im heimischen Wald gefahren, auf trockenen, auf feuchten Böden. Also es war echt top. Jetzt zum kleinen Fazit. Wie gewohnt ist das jetzt auch nur ein kleines Fazit, weil den vollen Bericht habt ihr ja bereits in unserer Mountainbike Rider Ausgabe gelesen. Fangen wir einfach mal ganz vorne an bei der Montage. Also da muss ich sagen, da war ich sehr überrascht, weil man hat ja doch immer das Bedenken, wie ist es denn mit dem Faltreifen etc. Das war wunderbar. Also wir hatten da drei Räder montiert in Italien und das lief so einfach. Genauso wie man sich das wünschen muss. Die Reifen sind komplett rausgeploppt, direkt auf Anhieb, ohne irgendwie da was zu machen. Auch die Montage mit den Montierhebeln, wunderbar. Das ist schon mal ein sehr, sehr großer Pluspunkt, den man an Maxis aussprechen kann. Jetzt mal ein bisschen zu den Eigenschaften der Reifen. Ich habe mich ja dafür entschieden, mir hier vorne bei meinem E-Bike den Maxis Shorty drauf zu machen. Der Shorty ist von Maxis sozusagen der Schlammreifen. Der Reifen, wenn es darum geht, bei sehr feuchten Bedingungen, bei Schlamm,
bei Laub etc. Grip zu bekommen. Da kann ich sagen, geil, einfach nur geil. Also ich bin denn jetzt hier mit Schlauch gefahren, weil ich bin eher ein Fan vom Schlauch. Als erstes fällt natürlich auf die Stollenbreite. Der ist sehr offen gestaltet, sprich wir haben hier einen sehr schönen Selbstreinigungseffekt. Genau das, was man sich halt für einen Schlammreifen wünscht. Das kam auch jetzt hier in unserem Test oder bei mir im Test voll zur Güte. Ich hatte überhaupt keine Probleme, war das sehr überrascht, wie gut der Reifen sich selbst reinigen kann. Generell haben wir hier eine sehr weiche Gummimischung. Das funktioniert auch ganz gut. So kann man halt richtig, der Reifen kann sich richtig in den Boden greifen und richtig packen. Und das ist halt unendlich viel Kraft. Gerade hier die Seitenstollen haben mir sehr gut gefallen, weil bei uns ist viel auf abschüssigen, enge, hängende Kurven. Und da hat der richtig gearbeitet. Also man merkt richtig, wie der Reifen im Boden arbeitet. Der Nachteil ist natürlich, durch die sehr weiche Gummimischung ist die Haltbarkeit jetzt nicht mehr so gegeben. Mit dem E-Bike mache ich auch ab und zu mal eine kleine Tour auf Radwegen, auf befestigten Radwegen. Und da muss man halt schon sagen, der Rollwiderstand ist okay, auf jeden Fall. Aber die Haltbarkeit leidet halt dann wirklich darunter. Deswegen kann ich wirklich euch empfehlen, wenn ihr einen Reifen braucht, jetzt hier für die nasse, kalte Jahreszeit, wo es meistens im Wald sowieso nur feucht sein wird, schaut mal beim Shorty vorbei. Ich kann ihn wirklich empfehlen. Ich habe ihn jetzt für vorne getestet. Ich könnte mir vorstellen, dass der hinten auch funktioniert, auch sehr gut funktioniert. Aber als Vorderreifen ist hier der Shorty echt top. Tolle Laufeigenschaften, einen genialen Selbstreinigungseffekt und die Seitenstollen, die sind fantastisch. Also genau das, was halt wirklich ein Schlammreifen erfüllen muss. So viel kurz zum Maxxis Shorty. Hinten habe ich mir ja hier den Klassiker von Maxxis, den Minion DHR 2, drauf montiert. Dazu möchte ich eigentlich gar nicht so viel sagen, weil, wie ihr wisst, hat sich der Frank auf seinem Young Talent Decoy auch den Minion drauf montiert. Und was er dazu sagt, das seht ihr jetzt. Ja, hallo liebe Mountainbike Rider-Leser. Der Herbst ist da, der Winter naht. Was ist der richtige Reifen für diese Zeit, um möglichst viel Spaß auf den Trails zu haben und möglichst Gas zu geben? Mich interessiert Bergauffahren nicht so sehr, deswegen fahre ich lieber mit einem E-Mountainbike, habe dabei aber auch dann Spaß. Und mich interessiert Traktion. Und Traktion bei diesem Wetter braucht man durch rutschige Wurzeln, Matsche auf den Trails, Laub bringt auch viel Rutschigkeit mit. Ich habe mich für den Minion DAR 2 entschieden, der von Maxxis eigentlich der Top-Downhill-Reifen. Und was daran besonders ist, ist die Gummimischung in Verbindung mit der Karkasse. Der Reifen bietet auf allen Sachen, von denen ich vorhin gesprochen habe, auf allen rutschigen Böden eine optimale Traktion. Ja? Und wenn er mal rutscht, dann rutscht er kontrolliert und man hat es immer im Griff. Gerade die Sattelstollen bieten viele Möglichkeiten beim Bremsen und viel Sicherheit, auch auf rutschigen Passagen, gerade Wurzeln, das werdet ihr im Video noch sehen oder habt ihr schon gesehen. Für mich mit den Seitenstollen top Traktionseigenschaften, auch wenn man mal einen Wallride macht oder eine Steilkurve fährt, eigentlich ein optimaler Reifen. Mehr dazu gibt es noch in der Oktoberausgabe des Mountainbike Rider Magazins. Danke Frank für dein Fazit. Hier haben wir unser Canyon Sender, das ist auch bestückt mit dem Minion DHR 2. Ein Tipp, den halt wirklich schon viele von euch kennen, ist halt wirklich, auch wenn Maxxis einen Vorderreifen von dem Minion anbietet, vorne auf dem Minion DHR 2 zu montieren. Das will ich noch mal kurz ergänzen. Den Tipp kennen wirklich schon viele, weil die Rolleigenschaften von dem DHR 2 sind halt gigantisch. So, jetzt hier vom Canyon macht sogar ab Werk schon den Hinterreifen, der eigentlich als Hinterreifen gedacht ist, vorne drauf, weil es halt einfach perfekt funktioniert. So viel zu dem Minion. Ihr seht, wir sind auch das gefahren. Jetzt möchte ich euch gerne noch einen anderen Reifen ein bisschen erklären. Da ist leider das Rad, was wir dafür benutzt haben, ist leider schon versendet worden. Der Forecaster. Und zu dem Reifen muss ich wirklich sagen, das war der Reifen, der mich über unseren Test, über unseren Zeitraum
am meisten überrascht hat. Also war ich erst ein bisschen skeptisch, wie ist das denn? Weil es eher ein leichter Trailreifen vom äußerlichen Erscheinen herkommt. Aber als erstes grandiose Rolleigenschaften. Also der Forecaster, der hat mich so überrascht. Wir sind in dem einige Touren gemacht, ganz locker, bisschen Feldwege, bisschen Waldwege, da rollt der ohne Probleme. Also das war wirklich sehr, sehr gut, die Rolleigenschaften. Wir sind in der 29 Zoll Variante gefahren, abnormal, gerade im Trockenen. Den bin ich auch hauptsächlich im Trockenen, bei trockenen Verhältnissen gefahren. Und da muss ich sagen, Rolleigenschaften gigantisch. Aber, jetzt kommt das Aber, wir wollten ihn natürlich auch ein bisschen im Trail testen. Wie verhält sich der im Trail? Er wird als leichter Trailreifen angepriesen und das ist sogar noch untertrieben. Also hier der Forecaster, der hat mich so überrascht. Wir sind damit sehr technische Trails gefahren und er macht wirklich dennoch großen Grip dem Fahrer gegeben. Also gerade die Mittelstollen, die arbeiten da richtig schön, die arbeiten ziemlich gut und die bieten halt wirklich viel Grip. Generell würde ich aber sagen, dass der Forecaster eher ein Reifen ist für trockene Verhältnisse. Weil die Seitenstollen arbeiten zwar, aber die großen Stärken hat er halt wirklich in den Mittelstollen. Das ist auch eine etwas härtere Gummimischung. Deswegen also die Haltbarkeit, gehe ich von aus, wird auch gigantisch sein. Weil halt gar nicht so viel Verschleiß an dem Reifen ist. Auch über unseren Test, da war gar nicht so viel Verschleiß. Aber Rolleigenschaften, was halt auch wirklich mir jetzt auch noch so auffällt, auch der Selbstreinigungseffekt. Natürlich nicht so wie beim Shorty, das ist ganz klar. Aber man hatte nie das Gefühl, dass sich der Reifen, wenn es mal wirklich schlammiger wurde, hier im Lehmboden oder Waldboden, dass er sich zusetzt. Der hat doch immer ordentlichen Selbstreinigungseffekt. Auch generell muss man sagen, alle Maxxis-Reifen haben das. Der Shorty natürlich am meisten. Aber der Forecaster hat mich da auch überrascht. Aber wie gesagt, das ist halt wirklich der Reifen, wenn ihr auf eurem Trailbike einen Reifen braucht, mit dem ihr Kilometer machen könnt. Der rollt berghoch, der rollt bergunter, mit dem könnt ihr halt wirklich Touren machen. Der Pannenschutz war auch gut. Wir hatten da über den kompletten Test überhaupt keine Probleme. Wir sind den mit Tubeless gefahren. Und wie gesagt, gute grandiose Rolleigenschaften. Also das muss man wirklich sagen. Der hat mich sehr überrascht. Mittelstollen gigantisch, Seitenstollen ja. Aber die Stärken sind halt wirklich in den Mittelstollen, eine härtere Gummimischung, sprich auch eine gute Haltbarkeit und so viel zu dem Forecaster. Also nächstes Jahr, wenn ihr auf der Suche nach einem Reifen seid, auch für euer Trailbike, schaut doch mal bei dem Forecaster vorbei. Zu guter Letzt, jetzt noch ein Reifen, der ist wirklich jetzt, ich bin den Reifen dieses Jahr sehr oft gefahren, weil er halt wirklich an vielen Bikes montiert ist. Und er ist wirklich zu meinem absoluten Favorite geworden. Hier ist er noch schön verpackt, so jetzt seht ihr auch mal, wie die Reifen ausgeliefert werden. Nämlich geht es um den Maxxis Asagai. Also der Maxxis Asagai ist meiner Meinung nach der perfekte Allrounder. Wir haben hier einen Downhill-Reifen. Er ist tubeless ready, aber der hat eine geniale Performance. Egal wo. Also jetzt wirklich nicht nur auf der Downhill-Strecke, sondern gerade ich fahre viel Enduro und da würde ich sagen, genau da gehört der Asagai. In den Bereich gehört er rein. Ich bin viel tubeless gefahren. Das ist halt gerade passt halt sehr gut, weil das rundet diese ganze Sache ab, weil man ein bisschen weniger Luftdruck fahren kann und dann kommt der Asagai, die Performance richtig zur Geltung. Die Stollen sind sehr schön angeordnet. Wir haben hier halt sehr dichte Stollen, sprich viele Stollen, die halt auch wirklich arbeiten können. Wir haben hier einen sehr weichen Reifen und das ist halt schon wie bei dem Shorty, man merkt tatsächlich, wie die Stollen in den Boden wie die Stollen im Boden arbeiten. Da muss ich wirklich sagen, sehr geil. Das Gute ist halt wirklich noch bei dem Asagai, die Rolleigenschaften. Ich habe es zwar jetzt schon bei anderen gesagt, aber es ist halt ein großes Thema, wenn man nicht auf dem E-Bike unterwegs sind, die sprechen halt auch für sich. Man ist auch hier, hat man halt auch alles abgedeckt. Sprich von trockenen Verhältnissen, von sehr losen Verhältnissen, von sehr steinigen Verhältnissen bis hin zu leicht feuchten
sogar auch ein bisschen schlammigen Verhältnissen. Der Aksakai punktet überall. Also ich habe, da kann ich wirklich sagen, aus Erfahrung, das ist der Reifen, wenn es darum geht, man braucht einen Allrounder. Welchen Reifen mache ich auf mein Enduro-Bike oder auf mein Downhill-Rad? Ich fahre Bikeparks, ich fahre bei uns heimische Trails. Da kann ich euch den Aksakai wirklich nur bestens empfehlen, weil das ist so für mich der Reifen, der das beste Gesamtpaket abrundet. Jetzt haben wir aber noch was Schönes für euch, denn wir haben sogar noch zweimal den Aksakai in der 29 Zoll 2,5 Breite über. Und warum sollen wir den behalten? Maxis war so großzügig und hat uns wirklich ein großes Paket geschickt. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir würden gerne diese zwei Reifen plus Luftdruckprüfer von Maxis und den grandiosen Reifenhebern von Maxis. Die haben uns wirklich sehr oft sehr gut gefallen, sehr stabil, weil oft hat man bei so billigen Reifenhebern, dass sie abbrechen, wenn man zu große Schritte macht. Hier die Maxis, die kann wirklich auch mal ein bisschen härter benutzt werden, funktionieren ganz gut, sind perfekt geformt. Der Luftdruckprüfer funktioniert tadellos, das ist wirklich eine super Sache. Und halt zu den Aksakai habe ich ja schon was gesagt. Das ist der Reifen, den könnt ihr überall fahren. Der perfekte Allrounder, und deswegen haben wir uns gedacht, ist das wirklich eine perfekte Sache, wenn wir den verlosen. Haben wir uns überlegt, wenn ihr Lust auf den Aksakai habt, schreibt doch einfach einen Kommentar darunter. Unter allen Kommentaren wird bis zum 23.12.2020 werden hier das Paket zwei Reifen, Luftdruckprüfer und Reifenhebern wird das verlost. Jetzt genug geredet. Wie gesagt, es war wieder nur ein kleines Fazit. Den vollen Bericht habt ihr ja bei uns im Printmagazin schon gelesen. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis dahin, ride on.